Der Tag der Angelobung beginnt für die neue Salzburger Landesregierung wie ein Feiertag mit einem Kirchenbesuch. Nach dem Gottesdienst in der Michaelikirche geht es in den Landtag. Hier sind nicht nur die neuen Schuhe der Grünen-Fraktion zu sehen, sondern auch prominente Besucher wie Altlandeshauptmann Franz Schausberger und grüne Bundeschefin Eva Klawischnik. Der Landtag ist neu zusammengesetzt. Die vielen neuen Gesichter gehören vor allem der Grünen-Fraktion an. Mit 21 zu 15 Stimmen wird die neue Landesregierung schließlich gewählt. Wilfried Haslauer ist neuer Landeshauptmann, Astrid Rössler seine Stellvertreterin. Haslauer geht in seiner Regierungserklärung wieder stark auf das Atmosphärische in der neuen Regierung ein. Aber letztlich bleibt die Frage, sind wir in der Lage, persönlich, fachlich, die an uns herangetragenen Herausforderungen zu bewältigen? Sind wir erfahren genug? In dieser Regierung gibt es nur einen, der Regierungserfahrung hat. 6 von den 7 sind neu in einer Regierung. Haben wir die psychische Kraft, auch die physische Kraft, das alles zu bewältigen? Wie wird es uns damit gehen? Ich habe ein Geheimrezept, meine Damen und Herren. Christinas Kugelhupf wird uns aus der Patsche reißen, wenn es einmal ganz eng wird. Und ich glaube, dass dieses persönliche Verständnis, dieses Miteinander können und miteinander wollen, das ist eine gute Basis. Astrid Rössler bezieht zu der Kritik Stellung, die Grünen hätten bei den Regierungsverhandlungen zu wenig Macht für sich beansprucht. In Wahrheit glaube ich, dass nicht allein das Geld spielt, sondern dass gerade am Beispiel unseres Umgangs mit den Fließgewässern das Lebensqualität zielt und langfristig auch der Schutz unserer Lebensräume und auch der langfristige Schutz unserer Wasserreserven. Ich behaupte, eine renaturierte und wiederbelebte Flusslandschaft ist nach monetären Maßstäben nicht zu bewerten, sondern es ist Lebensqualität und die Qualität unseres Landes Salzburg. Hans Mayer bringt einen Überblick über das Regierungsprogramm, bei dem ihm vor allem die Bürgerbeteiligung wichtig ist. Die ehrliche Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Politik. Und da ist ein ganz zentraler Punkt die Entwicklung eines Salzburger Bürgerrates. Ich habe das in meinen Jahren als Bürgermeister immer wieder genossen, weil man sehr direkt ein Feedback bekommt. Und auf Landesebene gehört das eben über den Bürgerrat geregelt und organisiert. Der neue Oppositionsführer Walter Steidl führt sich mit viel Kritik in seine neue Rolle ein. Vor allem an den Grünen und der Regierungszusammensetzung. Bleiben für die Grünen mit 20% Zustimmung durch die Bevölkerung eben nur mehr 18% der Macht. Die ÖVP verfügt über 70% der Budgetmittel. Team Stronach verfügt über 12% der Budgetmittel. Für die Grünen verbleiben 18%. Die Männer in dieser Regierung, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben die dicke Brieftasche und bestimmen zu 96% oder 2,3 Milliarden die Politik in diesem Lande. Für die beiden Frauen verbleiben 3,8% der Macht oder 90 Millionen. Und die Vizechefin dieser Regierung, meine sehr geehrten Damen und Herren, sie begnügt sich mit Harmonie, sie begnügt sich mit 0,48% der Macht oder 11 Millionen Euro. Karl Schnell kritisierte in seiner Rede, dass die neue Koalition bereits vor den Wahlen festgestanden sei und erklärte auch, warum er nicht bei dem Hearing einen Tag zuvor erschienen war. Oder wenn ich mir vorstelle, die medialen Äußerungen der Grünen, dass man eigentlich lieber mit der Sozialdemokratie wolle, dass man eigentlich das Team Stronach Salzburg, muss man jetzt dazu sagen, habe ich gehört, ablehnt. Das hat keine 2 Tage gedauert. Aber ich habe es ja schon vorher gewusst, wie die Regierung ausschaut. Also dürfte es auch nicht zu ernst gemeint sein. Ein Hearing in einem Landtag, in einer Regierung in Salzburg, die ein Hearing gar nicht ernst nimmt. Denn wir haben ein Hearing gehabt, ein paar wenige Monate zuvor, wo eine Person überwiegend die Zustimmung aller Parteien bekommen hat und bis heute nicht bestellt ist. Pflanzen kann ich mich selber, meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu brauche ich keine neue Regierung.